Hallo, hier ist der Joost und weiter geht's mit meinen Taschen. So, gucken wir mal rein. Ganz kurz. Zack. Oh. Und zack. So. Ja, weiter geht's mit meiner Messersammlung. Was haben wir? Ah, QSP. Ja. Gut vorbereitet natürlich. Copperhead. Ich glaube, ja. QSP Copperhead müsste das sein. Denk daran, wenn irgendwas falsch ist oder so, ich irgendwas nicht weiß, tackert's mir rein. Geiles Teil. Absolut cool. Kugellager. Zack. Hammerteil. So ein richtiger Arbeiter. Möchte ich mal fast sagen. So, aha. Real Steel, Poltergeist, Terra, Liner Lock, Washer. Ja, super. Geiles Messer. Zack. Ich glaube, das ja, ist auch relativ günstig. Schön groß. Zack, zack, zack. Irgendwo über 1,20, 9 scharf. Liegt super in der Hand, schneidet super. Also, hammermäßig. Jetzt kommen wir zu einem. Boah, es regnet volle Pulle. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Einmal runter auf Rot. Ne? So war's. Einmal runter auf Rot. Drücken. Bam. AUS. 8 Böker plus Strike. Gibt es auch noch in heller Klinge schwarzer Griff? Müsste es auch noch in Tanto geben. Drücken und zack, zu. Sicherung. Drücken passiert nichts. Zurück, rot, Feuer. Bam. Geiles Teil. Liegt super in der Hand hier oben. Ja. Ein Spaßding. Muss man ja auch haben. Was haben wir hier? Ah, das Real Steel Tor. Also Kugellager Flipper. Große Klinge. Geiles Teil. Kann ich wirklich nur empfehlen. Müsste es mittlerweile auch relativ günstig geben. Hammer. Also wirklich Tor T101 Tor von Real Steel, absolute Empfehlung. Zack. Hammer. Ich glaube, das habe ich auch. Das müsste auch irgendwann mal nochmal kommen. ja, Real Steel Horus. Zack. Kugellager. Ja, zwei Verschraubungen. Clip rechts, links. Fühlt sich sehr geil an. Zusatzsicherung. Aber da muss er wirklich aufpassen. Ist auf Kugellager. Hätten sie auch auf Washer machen können. Ist Hammer das Ding. Also das ist wirklich, ja, eigentlich auch eine Empfehlung. Wer natürlich nicht auf Kugellager steht, hat Pech. Ja, ist so. So, drehen wir um. So, machen wir mit was Großem weiter. Cold Steel Raccoon One mit diesem CTSXHP Stahl. Ja, das liegt noch so bei, ich glaube, 150 Euro. Mit dieser, ich weiß nicht, Dark Brown oder so heißt es. Ist, ja, ist geil. DLC beschichtet. Also nicht so wie die ersten. Nur man muss natürlich aufpassen. Klebereste gehen hier sehr mies ab. Aber ansonsten Handlage top. Ich muss mal gucken. Ja. Zack. Noch einmal den Finger schön vorne haben, wenn man den Backlock drückt. Also Hammerteil. Richtige Rakete. Triad-Lock hier wackelt gar nichts. Ja, wer es günstig mal kriegt, ich habe es ja auch auf dem zweiten Markt gekriegt.
Ja. Und drauf steht, kann zuschlagen. Was haben wir hier? Hier haben wir ein. Da steht es drin. Ein Kirscher. Das müsste das Nura 3,5 sein. Sinkewitsch Design. Nicht der beste Flipper. Schön leicht, schön dünn. Edelstahl. Ich weiß gar nicht mehr. Steht hier irgendwo der Stahl? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Läuft auf Washer. Wenn man es drauf hat, zack, funktioniert es. Mit dem Flippen. Ist ein cooles Teil. Zack. Ja. Hat was. Gibt es, glaube ich, auch noch in 3,0. Ich gehe mal davon aus, dass es die Größe ist. Ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall, der hat da jetzt 3,5. Nura 3,5. So. Bestek Knives. Ja. Ach, da steht's. Ein Glück, weil das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Grampus. Hat eine coole Linie. Hier nehmen wir noch ein Schlagstück. G10. Ja, ich nenne es mal gegroovt. Liegt sehr gut in der Hand. Ja, ist wie so eine, wie sagt man, Spearpoint-Klinge. Ne? Auch cooles Teil. Cooles Teil. Zack, müsste auf Kugellager laufen. Ja, gehe ich von aus. Sollte man sich auch mal angucken. D2 Stahl, Grampus. Hat was. Auch nicht wirklich teuer. Wenn die Preise so geblieben sind. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr geguckt. Was haben wir hier in Land? Sanremo Land. Das 710 Ti, also Titan. Zack. Ich habe von einem normalen 7010 die Downpins dran gemacht. Also Titan. Und was haben wir hier? Ich glaube 12C27, glaube ich, haben wir hier Stahl. Ja, wer was Kleines, Titanmäßiges sucht. Lag am Anfang, ich glaube bei 50. Ich weiß nicht. Ich glaube, letztens habe ich mal gesehen für 36. Ja, muss man mal gucken. Ich denke mal, jeder, der Bock drauf hat mit Stahl in Insert, der wird sich das schon raussuchen. Cooler kleiner Öbel. Liegt manchmal bei mir auf dem Tisch. Jetzt im Moment nicht. Ja, und was haben wir da hinten noch? Ja. Carbon. Titan. Und CPM S35VN, Böker Plus, ich glaube F3-2 heißt es, glaube ich, weil nur F3 ist das große. Ja, zack, heftiges Teil. Ist ja bei mir ein bisschen Safe Queen mäßig, fühlt sich cool an. Zack, schon vor allen Dingen vor diesem Mix, also ist nicht zu schwer durch die Carbon-Seite natürlich. Ist heftig. Ja. Zack. Böker Plus F3. Ja. F3-2. So. Ich weiß nicht, warum man das macht. Aber machen wir das. So, weil wir jetzt relativ fix sind mit der Tasche, gucke ich mal in meine Hosentasche. Da ist gerade ein Spyderco UKPK CTS BD1N mit einem Spezialanschliff. Ja, nur für den Juiced. Ja. Zack. Extrem cool. Und es ist auch. Also, ich habe es mir irgendwie leichter vorgestellt zu entriegeln. Die Entriegelung ist super. Also, ich meine, die Federspannung. Top-Teil ist gerade absolut im. Ja, ich nenne es mal im Test. Mit noch, ich glaube, drei anderen. Ja, im Moment bin ich ein bisschen beschäftigt mit Testen. Spyderco UKPK. Hammermäßig. Das war's heute schon wieder. Boah, da fliegt's mir weg. Kannst du knurrt mich an. Mhm. So. Dann bedanke ich mich bei euch. Weißt du was? Nein, machen wir nicht. Hier habe ich auch noch gerade eins liegen.
Sehe ich gerade. Zack. Ruike. Bitte, bitte stell die Nummer drauf. S11N 12C27. Ein kleiner Mini-Stachel. Slip Joint, 12 cm lang. Na, nur mal so. Aber mit so einer Verbindung hier hinten dran. Absolut top. Das ist so ein Braun. Warte mal, ich guck mal auf die Kamera. Ja, in etwa passt das. Vielleicht ein Ticken dunkler. Schön spiegelpoliert. Geiles Teil. Schöne Feder. Muss ich sagen. Mittig. Hammerteil. So, das war's jetzt aber. Ja, ich bedanke mich bei euch und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.